giant Brachiosaurus. Unlike a number of other sauropods, the forelimbs of the Brachiosaurus are notably longer than its hind legs. This causes its back to incline and gives it an appearance that vaguely resembles the giraffe. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spezies Field Guide von Jurassic World Evolution 2. Den haben wir ja gerade schon gesehen, nämlich vom Brachiosaurus. Und wir schauen jetzt nochmal ein bisschen genauer darüber gemeinsam. Hier bin ich ja ehrlich gesagt, ich spiele mal noch einen Tick zurück, den Moment wieder verpasst. Am meisten auf die marine Tiere oder Urzeitkreaturen gespannt. Darüber haben wir ja leider noch gar nichts erfahren in Jurassic World Evolution 2. Wir wissen weder, wie diese Becken funktionieren, noch haben wir wirklich in-game ein Tier schwimmen sehen. Also mal gucken, wann da der erste Spezies Field Guide von kommt. Das wäre echt cool. Bei den Lufttieren haben wir ja bis jetzt auch nur den Pteranodon leider gesehen. The giant Brachiosaurus. Das erste, was mir hier auffällt, ist auf jeden Fall, dass sie hier viel mehr in so einer Herde umherlaufen. Das war in Jurassic World Evolution 1 auch schon so ein bisschen so. Allerdings hat man hier wirklich das Gefühl, dass die gemeinsam ein Ziel verfolgen und auch sich wie eine Gruppe und Herde verhalten. Bei dem anderen war es halt immer so, die hatten ein Alpha-Tier, also bei Jurassic World 1 war es so, ein Alpha-Tier ist vorgelaufen und hinterher sind dann die anderen nach und nach gekommen. Aber die sind nicht so gemeinsam gleichzeitig wirklich gelaufen, sondern es war halt immer so, dass die anderen Tiere irgendwann dann hinterhergelaufen sind. Frag mich übrigens, was das hier ist. Kann das jemand erkennen? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ist das ein anderer Saurier? The giant Brachiosaurus. Unlike a number of other sauropods. Ich habe keine Ahnung, was es ist. The forelimbs of the Brachiosaurus are notably longer than its hind legs. This causes its back to incline and gives it. Wirklich wunderschön, der Brachiosaurus. Und hier sieht man das dann auch nochmal. Die laufen hier in der Herde umher, aber fangen jetzt keinen Ärger oder so mit den Triceratopsen an, weil das zwei verschiedene Spezies sind, die sich untereinander ergänzen und verstehen. Und dann können die sich auch Territorien teilen. Finde ich ziemlich cool. Das war's auch schon. Also viel Info haben wir leider nicht bekommen, aber trotzdem ein sehr cooler Spezies Field Guide. Jetzt haben wir es nochmal ganz kurz analysiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.